Hallo zusammen, euer Erik aka Zickzerek begrüßt euch zu der Clean Podcast Zusammenfassung. Und zwar war gestern Abend ein relativ spontaner Podcast von Clean. Nikita war dabei und sie haben wieder ein bisschen über Business gesprochen, viel über Waffen, aber auch viel über Escape from Tarkov. Und den Teil fassen wir euch jetzt zusammen. Let's go. Das erste Thema war der Flea Market und hier hat Nikita gesagt, dass er grundsätzlich das System des Flea Markets, so wie es jetzt ist, eigentlich nicht mag, dass man alle Items zu jeder Zeit auf dem Flea Market kaufen kann. Die Erhöhung auf Level 20 war ja schon, um dieses tolle Early Game zu verlängern, aber er sagt, sie haben auch über die Idee diskutiert, dass man gewisse Items an gewisse Level knüpft, also zum Beispiel medizinische Items ab Level 10, Munition 15 und andere Items ab Level 20, nur als reines Beispiel, sodass sozusagen gewisse Level erreicht werden müssen, um auf gewisse Items auf dem Flea Market zuzugreifen. Nikita hat auch bestätigt, dass weitere Events folgen werden. Einige Events werden verknüpft sein mit den Händlern, das heißt Händler-Items und Preise von diesen Items werden sich stark verändern und im Zuge dessen werden Händler auch in Zukunft die Spieler informieren, was passiert, welche Events kommen. Hier sucht Battlestate Games immer noch nach der besten Möglichkeit, um die Spieler zu informieren, da die Information über Twitter vielleicht nicht die allerbeste ist. Waffenfehlfunktionen. Wir wissen ja, dass wir die erste Stufe der Waffenfehlfunktion haben, also einmal das Misfire, dass bei schlechter Durability, also schlechter Haltbarkeit, die Waffe einfach nicht mehr gerade ausschießt, sondern nur noch im Kreis. Und das zweite sind die Malfunctions, das heißt, dass ganz zufällig die Waffe jammen kann, also einfach nicht mehr schießen kann, dass sie sozusagen klemmt. Wir wissen ja noch von vielen, vielen Dingen, die kommen werden, was diese Malfunctions angeht. Und Nikita hat jetzt gesagt, dass er sich gar nicht mehr so sicher ist, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese ganzen Funktionen einzubauen. Die Sachen sind zwar alle geplant, aber er fragt sich, ob man diese Sachen unbedingt jetzt braucht, zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels. Wenn die nächste Stufe eingeführt wird, dann wird das so sein, dass wir nach wie vor unsere Waffe überprüfen müssen. Das heißt, zuerst gibt es wieder den Chamber-Check, wie jetzt auch. Also Shift-T, Chamber-Check. Allerdings beheben wir damit dann nicht das Problem, sondern sehen nur, welche Art von Malfunction da ist. Wenn wir also die Art der Fehlfunktion identifiziert haben, werden wir eine Aktion ausführen können, um diese Fehlfunktion zu beheben. Also Shift-T, Überprüfung und dann Behebung des Problems. Das heißt natürlich, dass ein Kampf damit komplett unterbrochen ist. Außer man hat eine Zweitwaffe dabei. Was die Art von der Fehlfunktion angeht, momentan sind 4 verschiedene Fehlfunktionen geplant. Zum Beispiel das Versagen eines Schalldämpfers oder ganz einfach allgemeines Überhitzen einer Waffe. Wir haben es bereits in der letzten News angesprochen, aber Nikita bestätigt nochmal, dass Voice over IP in 12.12, also im nächsten Patch, kommen wird. Es ist also wirklich 100%. Was jetzt aber neu ist, ist, dass es per Default ausgeschaltet sein wird. Das heißt, wenn wir den Patch 12.12 installieren, müssen wir in den Einstellungen Voice over IP erstmal aktiv einschalten. Auch bestätigt er nochmal, das hatten wir auch in den letzten News angesprochen, dass es diese Report-Funktion geben wird. Extra für Voice over IP. Nikita liebt ja die Immersion, also das Gefühl, in das Spiel eintauchen zu können. Und Leute, die dieses Gefühl zerstören, wie auch immer, sollen bestraft werden. Die erste Strafe, die man kriegen kann, ist, dass man einen temporären Bann bekommt für das Ausnutzen des Voice over IPs. Und die zweite Strafe bei weiteren Ausnutzen des Voice over IPs ist eine Permaban. In den YouTube-Kommentaren des letzten Videos, unseres letzten News-Videos, hat jemand gefragt, ja, wie will man das eigentlich überprüfen, wenn man jemanden reportet, da es ja kein Recording gibt der Session, da man das nicht nachhören kann, wie will man überprüfen, ob er wirklich einen Fehler gemacht hat? Also was ja auch passieren könnte, wäre sozusagen das Ausnutzen des Reports. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr ist das eine großartige Frage, die wir in dem Community-Podcast stellen können. Hier nochmal ein Hinweis an dieser Stelle, der 5. Community-Podcast wird bald stattfinden in 1 bis 2 Wochen. Wenn ihr Fragen habt, gebt sie mir gerne über Discord, über Instagram oder einfach unten in die Kommentare. Wir sammeln weiterhin die Fragen und werden sie dann an Sneakyru übergeben, damit sie im Community-Podcast bearbeitet werden können. Nikita bestätigt die doppelläufige Shotgun. Höchstwahrscheinlich wirst du als Scav diese doppelläufige Shotgun bekommen, sodass du entweder selber Scav-Runs machen musst oder eben Scavs töten musst, um an diese Waffe zu kommen. Außerdem hat Nikita gesagt, dass großkalibrige Scharfschützengewehre, also großkalibrige Scharfschützenwaffen, den Weg in das Spiel finden werden. Wann hat er nicht gesagt, aber irgendwann in der Zukunft, da wird definitiv noch was Schönes kommen. Auch 100% bestätigt ist die SCAR. In verschiedensten Variationen wird sie kommen, also mindestens 2, aber es werden mehr als 2 Varianten sein. Und wie wir wissen, ist die SCAR sehnlichst erwartet. Also das wird sicher ein ganz, ganz großes Highlight für 12.12. Da sie schon auf dem Papier prinzipiell Metapotenzial hat,
und in der Großkaliber-Variante endlich ein würdiger Nachfolger für die mehrfach genervte SA-58 werden kann. Außerdem wird Fans neue Aufgaben bekommen. Also Fans bekommt eine Questreihe. Wir wissen ja jetzt bereits auch hier aus den vergangenen News, dass Fans eine Questreihe bekommt. Das war schon bekannt. Allerdings hieß es bis jetzt, dass diese Quests Scavs bezogen sind. Das heißt, dass Scavs in der nächsten Scav-Karma-Implementierung eine Questreihe bekommen, die bei Fans angelegt sein wird. Diese Questreihe, die er jetzt aber erwähnt, ist was ganz anderes. Hier geht es tatsächlich um Kappa-Quests. Also ganz normale Quests, die man als PMC erfüllen muss. Ich finde es sehr interessant, dass Kappa erwähnt wurde, da Kappa ja momentan hinter Level 71 versteckt ist und für einen normalen Spieler nicht zu erreichen ist. Das heißt, möglicherweise erwartet uns hier eine Änderung, wie auch immer die aussehen mag, ob ein weiterer Container kommt. Wir wissen von dem Omikron-Container, ob der jetzt vielleicht seinen Einzug ins Spiel finden wird oder ob sie die Bedingungen für den Kappa-Container wieder verändern. Wie auch immer das Ganze kommen wird, die Questreihe bei Fans wird nicht so funktionieren wie die Questreihen bei den anderen Händlern. Ein großes Thema im letzten Community-Podcast Nummer 4 waren Dailies, Weeklies und Monthlies. Also regelmäßige Questreihen wurden diskutiert. Viele haben gesagt, dass wöchentliche Quests möglicherweise das Beste ist. Einige haben sich gegen tägliche ausgesprochen, einige haben sich gegen monatliche ausgesprochen. Wie auch immer, Nikita bestätigt das Ganze jetzt offiziell. Tatsächlich arbeiten sie bereits an täglichen Quests, also an einer Daily-Questreihe. Und der Knaller ist, dass diese Daily-Quests bereits in 12.12 kommen könnten. Nikita betont an dieser Stelle, dass er die Erwartungen hier aber nicht zu hoch setzen möchte, da es sein kann, dass es noch nicht funktionieren wird zu 12.12. Aber alleine die Möglichkeit, dass es bereits in 1.2 kommen könnte, steigert die Vorfreude auf 12.12 nochmal gewaltig. Im letzten Podcast von Clean haben Clean und die anderen Waffenhändler und Waffengeschäftsbesitzer und so weiter mehrfach Nikita angeboten, in die Vereinigten Staaten zu reisen, sie zu besuchen und sozusagen ein neues Mindset für Escape from Tarkov zu bekommen, indem er sozusagen seinen Kopf abschaltet. Er arbeitet ja wirklich viel von früh bis spät und hat seinen Fokus immer auf die Entwicklung von Escape from Tarkov. Eine Mindset-Änderung, indem er sich komplett mal davon löst, sich einige Waffen anschaut, die er in Russland so nicht hat, nicht benutzen kann, wie zum Beispiel die Airsas, die mehrfach im Stream gezeigt wurde, sie in die Hand zu nehmen, sie abzufeuern, die Erfahrungen auszutauschen über das Waffenhandling, generell über Business Management. Da wurde im letzten Clean Podcast auch sehr, sehr viel im Stream drüber gesprochen. Jedenfalls Nikita hat in diesem Podcast jetzt offiziell gesagt, ja, ich nehme die Einladung an. Also er scheint sich in den letzten Wochen schon Gedanken drüber gemacht zu haben. Und wir werden Nikita bald auf einer Reise sehen. Clean wiederum hat im letzten Podcast dazu gesagt, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, da IRL-Streams zu machen. Das heißt, wir werden die Jungs und Mädels aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Darauf freue ich mich schon sehr. Wieder ein cooler Podcast von Clean. Also die sind wirklich qualitativ hochwertig, wirklich, wirklich gut, weil man Nikita eben auch mal so ein bisschen von der anderen Seite sieht. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag schon mal bis zum nächsten Mal. Hier das letzte News-Video und das nächste, überlege ich gerade, wird wahrscheinlich dann das Scav-Karma-Video, also die Änderung vom Scav-Karma mal zusammenfassen. Finde ich auch sehr interessant, dass wir da mal wieder auf den aktuellen Stand sind. Ciao, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Hasta luego.